Herzlich willkommen zu diesem Lernangebot. Mein Name ist Joran Moos-Meerholz und in diesem Kurs bin ich für die Erklärung vor der Kamera zuständig. Das Leben war nie digitaler als heute. Die meisten von uns haben ihr Smartphone immer und überall dabei und das gilt natürlich auch für andere global vernetzte Hochleistungscomputer, denn nichts anderes ist dieses Smartphone ja, auch wenn wir es harmlos smartes Telefon nennen. Für die meisten Menschen gehört die Telefonfunktion gar nicht unbedingt zu den wichtigsten Anwendungen. Videokonferenzen, Homeoffice und Distanzlernen sind Alltag für uns geworden. Die Vorteile und Verführungen, die Möglichkeiten und Versuchungen, die Chancen und Ablenkung durch digitale Geräte sind allzeit präsent. Die Frage ist, wie können wir eine gesunde und souveräne Beziehung zu unseren digitalen Geräten und zur digitalen Nutzung haben, von dieser Nutzung profitieren und gleichzeitig sicherstellen, dass wir nicht in einen kognitiven und mentalen Overload geraten. So viel vorweg, es gibt dafür keine Standardlösung, die für alle passen würde, keine One-Fits-All-Anwendung. Was für den einen funktioniert, muss für die andere noch lange nicht passen. Aber es gibt einige bewährte Ansätze, die wir mit Ihnen teilen wollen. Übrigens, wenn wir in diesem Kurs häufig von Smartphones sprechen, meinen wir das stellvertretend für verschiedene Geräte. Was erwartet Sie in diesem Lernangebot? Zu Beginn werden wir erklären, was mit dem Begriff digitale Achtsamkeit gemeint ist und um welche Aspekte es uns geht. Danach werden wir uns mit dem eigenen Nutzungsverhalten beschäftigen. In einem weiteren Kapitel geht es dann um das Thema Multitasking und das Gegenteil davon, das Monotasking. Um technische Souveränität und wie wir unsere Geräte einstellen können, erklären wir im nächsten Kapitel. Welche Tools und Apps uns bei der souveränen Nutzung unterstützen können, schauen wir uns in einem weiteren Kapitel genauer an. Um angemessene Nutzung und einen souveränen Einsatz von digitalen Medien geht es dann im anschließenden Kapitel und im letzten Kapitel schließlich erhalten Sie einige Hinweise zu weiteren Materialien und Artikeln. In diesem Lernangebot bauen die Kapitel nicht aufeinander auf. Sie müssen also nicht erst, sagen wir mal, das dritte Kapitel durchgearbeitet haben, um das vierte Kapitel starten zu können. Wir empfehlen Ihnen, den Einstieg über die grundsätzlichen Überlegungen zu beginnen, da sie die Grundlage für die weiteren Kapitel bilden. In jedem Kapitel finden Sie ein Video zum Themengebiet. Einige Videos sind angereichert mit Quiz-Elementen zur Wissensabfrage. Unter den Videos gibt es dann jeweils einen Abschnitt mit der Überschrift Reflektieren und Ausprobieren. Hier geht es um die Reflexion und Tipps für Ihre eigene Handlungspraxis. Das Lernangebot richtet sich an Sie als Lehrkraft, um Ihnen Hintergrundwissen zu liefern und Sie anzuregen, die eigene digitale Nutzung zu reflektieren und gegebenenfalls anzupassen. Selbstverständlich können Sie die erlernten Tipps gerne in Ihrem Unterricht implementieren. Es geht hier aber in erster Linie um das Nutzungsverhalten von Erwachsenen. Wir sind überzeugt, dass wir als Erwachsene unser eigenes Verhalten verstehen und reflektieren müssen, um auch gegenüber der jüngeren Generation als kompetente Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner agieren zu können. Zu guter Letzt möchte ich etwas zum Aufwand für dieses Lernangebot sagen. Als Lernzeit können Sie mit circa 2 Stunden für das einfache und schnelle Durcharbeiten rechnen und mit circa 8 Stunden, wenn Sie auch die vertiefenden Inhalte und Übungen nutzen wollen. Los geht's!